Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen betreffend eine aktuelle Stunde Zielvereinbarung stärken Profil legen Grundstein für eine gute Entwicklung der hessischen Hochschulen, Drucksache 3201 aus 19. Und die erste Wortmeldung kommt von Kollegen May, Bündnis 90 die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Hochschulpakt zwischen den 13 öffentlichen Hochschulen und der Hessischen Landesregierung hat einen hervorragenden finanziellen Rahmen für unsere Hochschulen gegeben. Dieser ist bundesweit beispielhaft, und wir sind als schwarz-grüne Koalition sehr froh, dass wir diesen so verantworten können. Aber er hat auch konzeptionell den Rahmen gesteckt, in welchem sich unsere Hochschulen weiterentwickeln können. Und dieser Rahmen ist jetzt durch die Zielvereinbarung, den die Hochschulen mit der Landesregierung schließen, zu füllen. Und da es jetzt geschehen ist, können wir feststellen, dass die Hochschulen ihren öffentlichen Auftrag, aber gleichsam in Autonomie, die wir ihr gegeben haben, hervorragend ausfüllen. Das ist an den Zielvereinbarungen sehr gut deutlich geworden. Und deswegen ist es wert, über diese Zielvereinbarung heute Morgen zu debattieren. Uns als Fraktion war wichtig, und das haben wir im Koalitionsvertrag so verankert, dass die Hochschulen sich aktiv bei den gesellschaftlichen Herausforderungen, die es im Bereich der Hochschulpolitik gibt, engagieren. Und diese Bereiche, möchte ich kurz aufzeigen, sind unter anderem der fairere Umgang mit dem Personal, Steigerung des Anteils der Frauen, insbesondere im Bereich der Professuren, Steigerung der Energieeffizienz, Reduzierung der Studienabbrecherquote, Schwerpunktbildung und Ausbau von Forschungskooperationen und der Ausbau von Studienplätzen, insbesondere an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und ich muss mit großer Zufriedenheit feststellen, dass die Hochschulen diese Kernziele der schwarz-grünen Koalition mit großem Engagement übernommen haben. Und ich muss feststellen, dass die Hochschulen etwas gemacht haben, was uns sehr wichtig war, nämlich dass konkrete Meilensteine festgelegt werden, an denen deutlich wird, wie denn diese Ziele erreicht werden sollen und was Zwischenschritte sind, damit diese Ziele erreicht werden können. Und um das etwas plastischer zu machen, wie solche Meilensteine und Ziele genau aussehen, möchte ich etwas ins Detail gehen. Schauen wir uns die Frage des faireren Umgangs mit dem Personal an. Dort waren wir bereits im Hochschulpakt sehr wichtig, dass die Hochschulen hier greifbare und ambitionierte Ziele für einen faireren Umgang mit dem Personal verankern. Wenn wir uns dann beispielsweise die Zielvereinbarung mit der Technischen Universität Darmstadt anschauen, so sehen wir, dass dort ein Konzept zur systematischen Förderung von Postdocs erarbeitet wird. Das Projekt wird nun vom HMWK mit 185.000 € jährlich gefördert. Schauen wir nach Wiesbaden. Dort wird von der Hochschule Rhein-Main ein Kodex für die Dauer und Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse unterhalb der Professur für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften erarbeitet. Ich finde, diese Beispiele zeigen sehr deutlich, dass die Forderungen des schwarz-grünen Koalitionsvertrages, die wir dann auch im Hochschulpakt verankert haben, mit Leben gefüllt werden. Das zeigt sehr deutlich, dass die Hochschulen mit uns zusammen konkrete Ziele erarbeitet haben, um die Arbeitsbedingungen für den akademischen Mittelbau, für das administrativ-technische Personal ein Stück weit zu verbessern. Ich bin sehr froh, dass wir das so verantworten können. Und auch im Bereich der Frauenförderung gibt es erhebliche Anstrengungen der Hochschulen zusammen mit der Landesregierung, die Unterrepräsentanz der Frauen insbesondere im Bereich der Professuren zu vermindern. Schauen wir uns beispielhaft hierfür die Zielvereinbarung mit der Justus-Liebig-Universität an. Hier wurden klare Zielzahlen vereinbart, nicht nur was die Professuren angeht, runtergebrochen bis in jeden Fachbereich, sondern auch was Habilitationen angeht, was Promotionen angeht. Denn um ausreichend Professorinnen zu haben, müssen ja auch erst einmal ausreichend Nachwuchswissenschaftlerinnen ausgebildet werden. Auf dem Weg dahin, wie man dahin kommt, haben die Hochschulen sehr verantwortlich beschrieben. Das zeigt alles. Die Frauenförderung im Wissenschaftsbereich wird von der schwarz-grünen Landesregierung mit Hochdruck betrieben. Und auch im Bereich der Förderung der Steigerung der Absolventenquote, also dass weniger Studierende sich gezwungen sehen, ein Studium abzubrechen, sind ehrgeizige Ziele vereinbart worden. Dort gibt es ein sehr ehrgeiziges Projekt
an der Hochschule Fulda, was mit 50.000 € jährlich gefördert wird. Aber hervorheben möchte ich jetzt zum Schluss noch einmal ein Projekt an der Universität Marburg, wo der Einstieg ins Studium komplett neu gedacht wird. Dort sollen die Studierenden in einer intensiven, grundlegenden Studieneingangsphase Disziplinen, deren Grenzen, aber auch die Querverbindungen überblicken lernen, um dann eben ihr Studium verantwortungsvoller und besser gestalten zu können. Auch dafür 2,7 Millionen €. Das zeigt, die Verminderung der Studienabbrecherquote ist uns ein Herzensanliegen, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die Zielvereinbarungen sind also ein großer politischer Erfolg. Ich sehe dort die politischen Ziele unserer Koalition hervorragend verwirklicht. Ich danke daher Wissenschaftsminister Boris Rhein für die Verhandlungsführung und den Hochschulen, dass sie mit großer Offenheit und Verantwortung mit dem öffentlichen Auftrag umgegangen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, mich erinnert diese Sitzung ein bisschen an die Veränderung meiner Fernsehgewohnheiten. Ich habe mir nämlich angewöhnt, nicht mehr Live-Fernsehen zu schauen, sondern abgeschlossene Sendungen, weil die Werbung zwischendurch relativ unerträglich ist und durchaus gute Schauspieler wie Jan-Josef Liefers in völlig unterforderten Rollen auftreten. Und mit Verlaub, das war wieder ein Werbeblock, der zweite hintereinander heute. Und ich finde eigentlich, wir können uns im Parlament mehr leisten als nur Werbeblocks. Und wie gesagt, ich bleibe auch bei dem Kompliment, auch der Hauptdarsteller im Werbeblock kann eigentlich mehr, als er hier vorgetragen hat. Also gar nicht persönlich kritisch gemeint. Ich bedauere allerdings, dass die heutige Justizministerin nicht im Saale ist, weil das meiste dessen, was in diesen Zielvereinbarungen festgeschrieben ist, ist in den letzten 5 Jahren von der letzten Landesregierung unter der damaligen Ministerin als Verstoß gegen die Autonomie bezeichnet worden. Die notwendigen Ausschussprotokolle könnte ich stundenlang runtererzählen. Und ich finde es durchaus einen Fortschritt auf der einen Seite, dass in der Frage Studierendenzahlen und Ähnliches mehr versucht wird, sozusagen ein bisschen dafür zu sorgen, dass der größte Geldgeber auch dafür sorgt, dass die Leistung beschrieben wird. Auf der anderen Seite, und das ist das Spannende daran, gibt es dann wieder einen sozusagen Überschuss an Steuerung, wo ich mir denke, ist das eigentlich Ziel, wenn dann gesagt wird, na ja, also es geht runter bis zur Projektstelle für Diversity-Forschung in der Universität Frankfurt. Eine Möglichkeit, mit dem Problem umzugehen, eine, die die Universität sicher auch machen wird. Aber die Frage ist, ob sie in der Tat nicht in diesem Gleichgewicht zwischen Autonomie und staatlicher Steuerung nicht in solchen Punkten, da könnte ich jetzt eine lange Latte aufzählen, übers Ziel hinausschießen. Also sich in Einzelpunkte reinzuhängen, wo das Land eigentlich gut sagen kann, liebe Leute, wie ihr das macht, ist uns egal, sorgt nur dafür, dass es gut geht. Und das führt dann zu dem Grundstrukturproblem. Wer sich alle Zielvereinbarungen, der Aktenordner liegt auf meinem Platz, anschaut, das ist ein dickes Bündel Papier, der wird feststellen, dass es zwar Steuerungsversuche in einzelne Forschungsbereiche gibt, dass aber die Grundregel, die wir eigentlich mal hier in diesem Landtag für Autonomie diskutiert haben, dass das Land nämlich für einheitliche Rahmenbedingungen sorgt, indem es die Hochschulen Autonomien entwickeln können, gar nicht realisiert wird. Ich nehme mal 2 Punkte. Die erste Frage ist die Beschäftigung sozusagen von Nichtdauerstellen. Da gibt es die eine Hochschule, das ist die Uni Frankfurt. Da wird dann gesagt, 25%. Nein, 3 oder 2 Jahre sind plus 2 Jahre sind das Standardmodell. Die andere, die Technische Hochschule Universität in Darmstadt, heißt es dann, na ja, mindestens 12 Monate sozusagen müssen die befristeten Arbeitsverträge sein. Also sehr deutlich, völlig unterschiedliche Behandlung der Hochschule oder Tenure Track. Hochschule Frankfurt legt eine Quote von 25% fest. In Darmstadt heißt es dann, na ja, unsere Versuche, den Tenure-Track auszuweiten, sollen sozusagen verstärkt werden. Also genau in dem Gleichgewicht zwischen Einzelsteuerung und Rahmenbedingungen ist die Steuerung aus dem Ruder gelaufen. Viele Einzelgeschichten
Und die Rahmenbedingungen, die einheitliche Arbeitsbedingungen, einheitliche Finanzbedingungen, Ausgleich sozusagen der unterschiedlichen Vor- und Nachteile angehen, die sind völlig unterschiedlich gestaltet, sodass genau das, was das Land leisten müsste, nicht funktioniert. Dazu kommt noch, dass ich finde, dass man an der Stelle mal überlegen muss, wie intelligent es ist, Zielvereinbarungen zu machen, wenn man die Hochschulentwicklungsplanung für alle Hochschulen mit ihrer Rolle in der Landespolitik, regional, wirtschaftspolitisch, bildungspolitisch überhaupt nicht beendet hat, sondern jetzt sozusagen die Einzelschritte zuerst machen, die Entwicklungsplanung hinterher. Das ist kein sozusagen besonders kluges Konzept. Letzter Punkt in dieser ganzen Frage der Debatte. Autonomie versus sozusagen Planung des Landes ist die Frage, wer entscheidet eigentlich? Wir haben hier im Prinzip eine Situation, dass eine Landesregierung das Privileg der Zielvereinbarung ausnutzt, um Festlegungen über Legislaturperioden hinaus zu treffen. Und an der Stelle eigentlich nach meiner Einschätzung sowohl für die Frage der Hochschulpakte als auch für die Frage der Zielvereinbarung sinnvollerweise das Parlament zu befassen wäre, weil dort Festlegungen über Landeshaushalte von Jahren hinweg getroffen werden. Und der Landeshaushaltsgeber, mit Verlaub, ist das Parlament. Und allerletzte Bemerkung, Herr Minister, Sie schulden uns noch die Antwort auf die Verpflichtungsermächtigung, mit denen der Hochschulpakt in dem Landeshaushalt abgesichert ist. Ich erinnere an die letzte Plenarsitzung. Alles in allem, ja, es ist sozusagen zum ersten Mal der Versuch, wieder ein bisschen sozusagen den Landesgesetzgeber zur Geltung zu bringen. Aber b, es ist sozusagen ein völlig unausgegorener Versuch, und da wird noch ein bisschen zu üben sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Wissenschaftsministerium hat mit den 13 Hochschulen Zielvereinbarungen abgeschlossen, die regeln, wie der Hochschulpakt an den Hochschulen umgesetzt wird und wie die Mittel verteilt werden. Und jetzt loben Sie sich wieder dafür, dass den Hochschulen so viel Geld zur Verfügung steht wie noch nie, wobei man aber sagen muss, dass das für alle Bundesländer gilt und außerdem gilt, dass wir ja auch so viele Studierende haben wie nie zuvor. Ich will mal grundsätzlich etwas zum Steuerungsinstrument der Zielvereinbarung sagen, denn ich habe oftmals den Eindruck, dass desto knapper die Mittel, desto ausgefeilter und undurchsichtiger der Verteilungsmechanismus. Es geht hier aber auch um eine zunehmende Ökonomisierung und den Umbau zur unternehmerischen Hochschule durch die Einführung von Managementinstrumenten, die sich vermeintlich in Unternehmen bewährt haben. Kennziffern sollen erhoben, Zielvereinbarungen abgeschlossen, ein Qualitätsmanagement eingeführt, Kundenbefragungen durchgeführt und Leistungsanreize geschaffen werden. So werden Wettbewerb und Marktmechanismen simuliert, die es eigentlich ja gar nicht gibt, da die Hochschulen vom Land finanziert werden, zumindest immer noch größtenteils, glücklicherweise nicht pleite gehen können im Wettbewerb, Studierende keine Kunden und Bildung und Wissenschaft keine Waren sind, meine Damen und Herren. Die ungeprüfte Übernahme von Managementinstrumenten ist nicht nur eine Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre, sie zieht auch ganz praktische Probleme nach sich. Immer neue Berichtspflichten führen zu einer Bürokratisierung und zu mehr Verwaltungsaufwand. Und auch die Verhandlungen über die Zielvereinbarung. Herr Minister, Ihre Vorgängerin hat ja bei den letzten Verhandlungen das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers mit eingeschaltet, dass die Gespräche begleiten sollte. Das hat den Steuerzahler damals 185.000 € gekostet, die meiner Meinung nach an anderer Stelle besser eingesetzt werden. Mich würde interessieren, ob es auch diesmal wieder ein Beratungsunternehmen gab, das zu Rate gezogen wurde, oder ob das diesmal nicht der Fall war. Das Problem bei betriebswirtschaftlichen Managementmethoden ist, dass sie vielleicht für die Fließbandproduktion geeignet sind, nicht aber für die Steuerung einer Hochschule. Wissenschaftliche Erkenntnisse lassen sich nicht planen und Lernfortschritte von Studierenden nicht steuern, nur weil es eine Vereinbarung darüber gibt. Nun stehe ich der Planwirtschaft ja nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber. Aber es muss schon sinnvoll und vor allem muss demokratisch geplant werden und nicht in Form dieser Fünfjahrespläne. Leider, das ist auch ein Problem, sind die Präsidien für den Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Ministerium allein zuständig und nicht der Senat, in dem alle Statusgruppen zumindest vertreten sind. Nun zu den Inhalten der Zielvereinbarung.
Um mit dem Positiven zu beginnen, Herr Minister, es gibt Anreize für die Hochschulen, Frauen zu Professorinnen zu berufen. Sonst lehnt die CDU solche Frauenquoten in Politik, Wirtschaft und bei sich selbst ja vehement ab. Vielleicht wären ja derartige Anreize auch in der Landesregierung ganz sinnvoll, angesichts der Tatsache, dass man Frauen in den Führungsetagen der Ministerien mit der Lupe suchen muss, meine Damen und Herren. Das Grundproblem des Hochschulpakts bleibt aber, dass nicht genug Studienplätze geschaffen bzw. finanziert werden, um der wachsenden Studierneigung gerecht zu werden. Der Hochschulzugang hängt immer noch sehr stark von der sozialen Herkunft und dem Bildungsgrad der Eltern ab. Die Zahl der Studienplätze nicht signifikant zu erhöhen, bedeutet, diese Ungerechtigkeit zu zementieren und Schulabgängern den Zugang zu einem Studium zu verwehren. Und da frage ich mich, was wollen Sie den jungen Menschen denn sagen? Sorry, wir haben die Schuldenbremse beschlossen, deswegen gibt es keine Studienplätze für euch. Das zeigt einmal, wie absurd das ganze Gerede der Generationengerechtigkeit immer wieder ist. Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass es mehr Studienplätze gibt und dass die Hochschulen mit entsprechenden Mitteln ausgestattet werden. Sie wollen die Studienerfolgsquote erhöhen und die Abbrecherquote senken. Aber viele Studierende brechen ihr Studium aus finanziellen Gründen ab. Und hier helfen Anreize in der Hochschulfinanzierung gar nichts, weil die Hochschulen gar keinen Einfluss darauf haben. Was hier nötig wäre, wäre eine Reform und einen Ausbau des BAföGs und die Ermöglichung des Teilzeitstudiums. Wer die Abbrecherquote senken will, der muss aber auch die soziale Infrastruktur verbessern und z. B. dafür sorgen, dass es ausreichend Plätze im Studentenwohnheim gibt, weil desto mehr Studierende für ihre Miete zahlen müssen, desto mehr müssen sie eben auch arbeiten. Hier müsste man ansetzen, wenn man will, dass mehr Studierende die Hochschulen mit einem Abschluss verlassen. Und deswegen finde ich diese Anreiz eher kontraproduktiv, als dass er wirklich etwas hilft. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass die Gewerkschaften durch ihre Beharrlichkeit erreicht haben, dass beim Thema prekäre Beschäftigung an den Hochschulen zumindest ein Problembewusstsein entstanden ist. Wir reden über junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich hier von Vertrag zu Vertrag hangeln. Aber wenn man die stetig wachsende befristete Beschäftigung eindämmen will, muss man eben auch über die Drittmittel reden, weil das Problem ist die kurzfristige Projektfinanzierung, die dazu führt, dass immer mehr Menschen befristet arbeiten an den Hochschulen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen an den Hochschulen. Und der Abbau von 450 Stellen an den Hochschulen trotz steigender Studierendenzahlen, wie im Hochschulpakt festgeschrieben ist, ist dazu sicher kein Beitrag. In einigen von den Hochschulen verfassten Präambeln zu den Zielvereinbarungen steht, dass für die Realisierung einiger Planungen zusätzliche Landesmittel nötig wären. Und deshalb die Bildung. Kollegin Wissler, der Schluss ist relativ lang. Ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Die Bildungsausgaben sind auch gemessen am Bruttoinlandsprodukt viel zu niedrig in Hessen und bundesweit. Und es gilt, zu knappe Mittel lassen sich eben nicht bedarfsdeckend verteilen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wolf, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein solches Thema wie Zielvereinbarung im Lande Hessen mit 13 Hochschulen geleistet zu haben, Unterschriften zu haben von allen 13 Präsidien, das ist weit mehr, Herr Kollege Grumbach, als ein Werbeblock in diesem Landtag, sondern ein sehr aktueller Leistungsbeweis der Landesregierung und der sie tragenden Koalition und aller Hochschulen. Meine Damen und Herren, je selbstständiger Hochschulen sind, und das sind sie bundesweit am meisten im Lande Hessen, umso mehr übernehmen sie auch Verantwortung. Das ist komplementär. Nach wie vor bleibt es dabei, je freier Sie sind, umso mehr nehmen Sie Verantwortung für die Qualität Ihrer Einrichtungen, für Abschlüsse an Ihren Einrichtungen, auch für die Verwendung Ihrer Finanzen in den Hochschulen. Das passt natürlich vom Anfang an, vom ganzen Ansatz der linken Seite dieses Parlaments überhaupt nicht ins Bild. Und deswegen kämpfen Sie sich auch jedes Mal wieder neu daran ab. Allerdings, wenn man ein bisschen zurückschaut und auch in andere Bundesländer schaut, so einfach, Frau Kollegin Wissler, ist es nicht, dass in allen Bundesländern die Einnahmen der Hochschulen so hoch wären. Vielleicht so hoch wie noch nie, aber deutlich unter den Steigerungsraten in unserem Bundesland. Wenn Sie alle Hochschulverbände der Republik hören,
dann hören Sie überall unisono das Lob des Landes Hessen für diese Ausgaben. Und wenn Sie im Vergleich hören, dass in anderen Bundesländern allzu häufig auch die Autonomie ein Instrument zur Mangelverwaltung gewesen ist und auch noch heute ist, dann ist es nicht hoch genug zu veranschlagen, dass im Lande Hessen in dieser Phase des Hochschulpakts mittlerweile 9 Milliarden € zur Verfügung stehen, und zwar planbar. Und es ist auch gut so, Frau Kollegin Wissler, über die Legislaturperiode hinaus planbar und nicht abhängig von politischen Konstellationen. Und ich will noch einmal unterstreichen, Selbstständigkeit baut auf Selbstverpflichtung aus, und sie muss das auch. Denn es gilt auch mit den Profilen unterschiedlich an den Hochschulen des Landes koordinierend umzugehen. Es gilt auch, die verschiedenen Phasen hintereinander zu bringen, nach der Phase der vielen Studenten, die wir gewollt haben und die wir den Hochschulen auch vorgegeben haben, geht es jetzt im Wesentlichen darum, in einer neuen Phase sich stärker um die Qualität und den Studienerfolg bei gleicher Qualität mindestens sicherzustellen und möglich zu machen und in den Blick zu nehmen. Meine Damen und Herren, es geht eben auch darum, dass wir in einem Hochschulpakt und der folgenden Zielvereinbarung nicht nur das in den Blick nehmen, was singulär im Lande Hessen stattfindet, sondern dass wir schauen, welche Entwicklung von Lehre und Forschung haben wir allgemein auch mit Projekten außerhalb Hessens durch den Bund, durch Europa, mit EU-Forschungsinitiativen, mit denen wir es zu tun haben, mit der Vielzahl von Förderinstrumenten auf Landes- und Bundesebene, mit der Clusterbildung, die wir mittlerweile haben, damit, dass wir einen Hochschulpakt 2020 des Bundes mit den Ländern haben und einen eigenen Hochschulpakt. All das muss koordiniert werden und zusammengeführt werden, dann eben auch in Zielvereinbarungen, auf die sich die Hochschulen, jede einzelne Hochschule, verlassen kann, mit denen sie umgehen kann. Und deswegen will ich ausdrücklich mich namens meiner Fraktion bedanken bei allen Hochschulen und dem Ministerium, dass in mühevoller, langwieriger, aber erfolgreicher Arbeit wir zu 13 Zielvereinbarungen gekommen sind, die mittlerweile auch transparent nachvollziehbar im Netz sind. Meine Damen und Herren, ich will das am Beispiel der TUD, was ja bei mir völlig fern liegt, deutlich machen, wie das zu kennzeichnen ist. Zum einen haben wir eine Bündelung im Bereich des Übergangs zwischen Schule und Hochschule, in dem Fall Universität, in drei Phasen. Es gibt schon eine Orientierungsphase vor der Studienwahl, vor dem Studium. Es gibt eine Orientierungsphase 2 zwischen Einschreibung und Studienbeginn. Und es gibt eine Studieneingangsphase. Meine Damen und Herren, da gibt es einen Plan dafür, in Beginn des Studiums, im Übergang zwischen Schule und Hochschule, eine Verbesserung damit zu erreichen, junge Menschen nicht nur in die Hochschulen hineinzubekommen, sondern auch den Studienerfolg vorzubereiten, in den Blick zu nehmen, und zwar, wie gesagt, unter gleichen qualitativen Verhältnissen. Und der Kollege May hatte vorhin schon zu Recht darauf hingewiesen, dass wir munter fordern können. Kollegin Wolf, die Redezeit ist abgelaufen. Dass wir munter fordern können, dass wir mehr Professorinnen brauchen. Aber wir brauchen vorher gerade in den MINT-Fächern mehr Studierende, und wir brauchen eine Steigerung von Promotionen, und die ist mit Zahlen entsprechend auch vorgesehen. Deswegen, meine Damen und Herren, mit den Zielvereinbarungen übernehmen wir als Land, übernehmen aber auch die Hochschulen Verantwortung für gemeinsame Ziele, nicht als billige Erklärungen, sondern Verantwortung, und das für die Entwicklung von Lehre und Forschung in Hessen wichtig und gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ausführungen der Kollegin Wissler haben mich jetzt doch noch einmal darin bestärkt, bei der ansonsten ja sehr konsensualen Diskussion über den Einsatz von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zur Frage der Hochschulsteuerung noch einmal einen Schritt zurückzugehen.
und in die Debatte einzuführen, warum wir uns heute überhaupt mit Ziel- und Leistungsvereinbarungen auseinandersetzen. Die Grundlage, Frau Kollegin Wissler, ist nämlich schlicht, dass wir in der Legislaturperiode 1999 bis 2003 einen sehr radikalen Wechsel hingelegt haben in der Hochschulpolitik. Damals, Sie werden sich erinnern, unter der Ägide der Wissenschaftsministerin Ruth Wagner, als es nämlich darum ging, die Hochschulen statt als nachgeordnete Behörden des Landes als autonome Einrichtungen in diesem Land zu positionieren. Und gerade dieser Übergang von der zentral gesteuerten Behörde zu einer wissenschaftsadäquaten Autonomie der Hochschule verlangt eben neue Steuerungsinstrumente, Frau Kollegin Wissler. Zwar sind als staatlich finanzierte Einrichtung natürlich auch die Hochschulen weiter in einer Verantwortung, insbesondere gegenüber dem Steuerzahler, der ja die Basis für ihre Arbeit liefert. Auf der anderen Seite hat das Land aber eben auch eine Verantwortung gegenüber seinen Hochschulen und denjenigen, die an diesen Hochschulen ausgebildet werden, studieren, forschen und auch lehren. Und da sind eben Zielvereinbarungen das Steuerungsinstrument einer modernen Hochschulpolitik, die den Hochschulen die Freiräume für wissenschaftliches Arbeiten sowohl in der Lehre als auch in der Forschung geben und auf der anderen Seite dabei aber gleichzeitig der Verantwortung des Landes nachkommen, eine Planungssicherheit, und zwar nicht nur von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr, sondern eben auch über einen längeren Zeithorizont zu geben. Und deswegen ist es eben die moderne Fassung, Hochschulpolitik zu machen, Frau Kollegin Wissler, und nicht mit Planpolitik aller DDR zu verwechseln, wenn sich nun hier Hochschulen und das Land als Verhandlungspartner auf Augenhöhe begegnen und das Land eben als Besteller von Leistungen an den Hochschulen auftritt. Und gleichzeitig ja, als Leistung, Frau Kollegin Wissler, weil das Land eben definieren muss, was es von seinen Hochschulen als Leistungen erwartet. Und gleichzeitig müssen die Hochschulen auch deutlich machen, und da bin ich ja durchaus bei Ihnen, wenn es dann um die finanzielle Ausstattung geht, sie müssen deutlich machen, was sie mit dem zugewiesenen Budget tatsächlich erreichen können. Und dass es dort möglicherweise dann eben auch entsprechende Defizite, entsprechende Lücken gibt. Das ist nämlich in dem alten Steuerungsinstrument der nachgeordneten Behörde noch anders gewesen. Da wurde zugewiesen, und dann hieß es, Vogel friss und stirb. Jetzt haben wir eben eine Vereinbarung, und da müssen dann autonome, auch durchaus selbstbewusste Hochschulen eben auch diese Rolle entsprechend übernehmen. Zweiter Punkt. Bei Ziel- und Leistungsvereinbarungen besteht natürlich immer die Gefahr, dass sie zu sehr zwischen zwei sehr entgegengesetzten Polen aufgehängt sind. So auf der einen Seite die reine Prosa und auf der anderen Seite eine übertriebene Detailverliebtheit. Und ich muss gestehen, als ich heute Morgen hier den Kollegen May gehört habe und auch der Blick mal so quer durch die Ziel- und Leistungsvereinbarung, da sieht man schon, dass die Gefahr von Detailsteuerung nicht völlig ausgeschlossen ist. Herr Kollege Grumbach hat das ja auch in seinen Worten hier kurz angerissen, dass es offenbar der Ausweg ist, der schnell gesucht wird an der einen oder anderen Stelle, wenn man bei den Grundsätzen eher unklar oder, will ich es vorsichtig formulieren, noch eher suchend an dieser Stelle ist. Ich habe aber die Hoffnung, dass unsere Hochschulen alleine aufgrund der langjährigen Erfahrung mit diesem, wie gesagt, seit Ruth Wagners Zeiten sehr erfolgreich eingeführten Instrument gestärkt genug sind, auch mit dieser Herausforderung in der neuen Generation der Ziel- und Leistungsvereinbarung klarzukommen. Aber Voraussetzung dafür ist auf jeden Fall, dass unsere Hochschulen auch starke und verantwortliche Hochschulleitungen brauchen. Denn autonome Hochschule darf nicht mit organisierter Verantwortungslosigkeit verwechselt werden, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Zielvereinbarungen funktionieren nämlich nur dort, wo Hochschulen auch in der Lage sind, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen.
Und genau das war der Grund, warum wir bei der Hochschulgesetznovelle, Kollegin Beer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen, im letzten Jahr kritisiert haben, dass es zu einer Vermischung von Zuständigkeiten gekommen ist, z.B. bei der Aufstellung des Budgetplans, oder dass das Ministerium versucht hat, an der einen oder anderen Stelle die Hochschulen wieder an die ministerielle Kandare zu nehmen. Von daher lassen Sie uns aufpassen, dass in jeder Ausprägung die Hochschulen gestärkt werden in ihrer Autonomie und dass nicht über Detailsteuerung oder gar eine große Rolle rückwärts wie in Nordrhein-Westfalen die Autonomie der Hochschulen auch in Hessen wieder eingeschränkt werden könnte. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, mein Freund Holger Bellino, mich ausdrücklich gebeten hat, heute nicht Ho Chi Minh zu zitieren, will ich gerne mit einem anderen Zitat dienen, und zwar mit einem Zitat von Lao Tse. Lao Tse hat gesagt, nur wer sein Ziel kennt, der findet den Weg. Und was der große chinesische Weise wusste, das haben sich unsere 13 staatlichen Hochschulen von Kassel bis nach Österreich-Winkel mit ihren Zielvereinbarungen, bis nach Geisenheim, nicht nach Österreich-Winkel, Entschuldigung, mit ihren Zielvereinbarungen für den Zeitraum 2016 bis 2020 zu eigen gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt in Österreich-Winkel keine Gelüste nach einer neuen Hochschule geweckt, Frau Müller-Klepper. Am 3. März hat die Unterzeichnung keine staatliche. Am 3. März hat die Unterzeichnung stattgefunden, also vor wenigen Tagen, nachdem Hochschulen und das Ministerium wirklich fast ein Jahr lang an diesen, man kann schon fast sagen, Werken der Hochschulplanung gearbeitet hatten. Und da finde ich exakt richtig, was Frau Abg. Wolff gesagt hat. Das kann man dann auch schon einmal deutlich hier betonen. Und das ist durchaus auch Anlass für eine Aktuelle Stunde. Denn 13 Hochschulen haben mit Hochdruck daran gearbeitet und ein Ministerium. Und deswegen will ich all den Beteiligten ein ausdrückliches Dankeschön für einen wirklich guten Geist bei diesen Verhandlungen sagen. Und, meine Damen und Herren, damit ist nach dem Hessischen Hochschulpakt, damit ist nach den eigenen Entwicklungsplanungen der Hochschulen ein weiterer echter Meilenstein gesetzt worden, der den hessischen Hochschulen den Weg in den nächsten 5 Jahren weisen wird. Und wer sich die Zielvereinbarungen einmal anschaut, der wird feststellen, dass sich hierin in der Tat natürlich die hochschulpolitischen Ziele des Hochschulpaktes wiederfinden. Und es ist kein Zufall, dass das so ist. Denn das, was dort im Hochschulpakt zunächst in eher allgemeiner Form festgehalten worden ist, das haben die Hochschulen jetzt passgenau zu ihren Bedingungen konkretisiert, und zwar in allen wichtigen Bereichen, von Studium und Lehre, Forschung, Personal usw. So haben sie festgelegt, welche großen Vorhaben sie mit welcher Zielsetzung, und zwar bis wann, planen. Und in dieser Art und Weise Farbe zu bekennen, das war auch für Hochschulen kein selbstverständlicher Schritt. Kein Wunder, dass es kein selbstverständlicher Schritt gewesen ist. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass mit diesen Zielvereinbarungen ein wirklich guter, ein nahezu einzigartiger Spagat gelungen ist. Wir haben es in Hessen, dem Bundesland mit der am stärksten ausgeprägten Hochschulautonomie. Frau Kollegin Beer, Sie müssen sich keine Sorge machen, das wird so auch bleiben, geschafft, die politisch gesetzten Eckpunkte mit den eigenen Planungen der Hochschulen zu ganz konkreten Zielsetzungen zu verbinden. Und das ist in dieser Form bisher in keinem anderen Bundesland gelungen. Ich will mit Blick auf die Uhr mich gar nicht zu den einzelnen konkreten Punkten auslassen. Das haben Herr Abg. May und Frau Abg. Wolff bereits sehr ausführlich getan. Ich will trotzdem noch einmal 3, 4 Themen herausheben. Das fängt nämlich an bei den Studierendenzahlen für die nächsten Jahre. Und hier haben die Hochschulen festgelegt, wie sie den Übergang von der Schule an unsere Hochschulen und wie sie die weitere Studienzeit unterstützen können, sodass mehr Studierende erfolgreich abschließen können. Das ist eine große Leistung von den Hochschulen, die wir gemeinsam mit Ihnen hier festgelegt haben. Zweitens. Die geplanten Forschungsschwerpunkte für die nächsten Jahre werden definiert und dargestellt.
Auch das halte ich für unglaublich wichtig, dass wir quasi mit den 13 Zielvereinbarungen jetzt auch eine Landkarte der Forschung für Hessen haben, mit ganz klaren Ziel- und Zeitsetzungen und auch im Bereich der Digitalisierung wird ein Fahrplan mit sehr klaren Meilensteinen vorgelegt. Das ist schon, wie ich finde, wirklich der Rede wert. Aber wir wollten noch mehr erreichen. Deswegen haben wir einmal mehr Geld in die Hand genommen, und zwar einen beträchtlichen Betrag. Die Hochschulen konnten für innovative oder auch für strukturfördernde Entwicklungsschwerpunkte, mit denen sie dann eben Profilstärkung betreiben, Mittel aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget beantragen. Die bewilligten Projekte, die Sie ja alle kennen, weil sie eben in den 13 Zielvereinbarungen aller einzeln aufgeführt sind, die bewilligten Projekte für die insgesamt jährlich 5 Millionen € zusätzlich zu all den anderen Beträgen, die wir stemmen, zur Verfügung stehen, sind wie gesagt in den Zielvereinbarungen für alle nachlesbar minutiös aufgelistet, damit am Ende sich auch jeder daran messen lassen kann, was er dort verarbeitet hat, was er dort erarbeitet hat und was erreicht worden ist. Ich glaube, dass es sich in der Tat lohnt, einen Blick in die Vereinbarungen zu werfen. Wenn man einen Blick in die Vereinbarungen wirft, und zwar mehr als einen Blick in die Vereinbarungen wirft, wenn man sie wirklich liest, dann spürt man, dass da eben nicht nur einfach Papier beschrieben worden ist, um die Politik zufriedenzustellen. Das kann man auch aus den Gesprächen mit den Präsidenten heraushören. Einer der Hochschulpräsidenten hatte letzte Woche zu mir nämlich gesagt, die Richtung, in die es gehen soll, die haben wir mit viel Engagement gerade festgelegt. Doch die eigentliche Arbeit fängt jetzt mit der Umsetzung an. In der Tat, das ist so. Insoweit will ich nicht mit Ho Chi Minh, auch nicht mit Laozi enden, sondern will angelehnt an Lessing schließen und sagen, auch wenn es viel Arbeit wird, mit dem Ziel vor Augen geht es geschwinder, als wenn man ohne Ziel umherirrt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 57, abgehalten.